So, was geht, mein Freund, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Mein Name ist Flex und wir sind gerade hier kurz vor einer Cutscene, deswegen drücken wir einfach auf Weiter und ich bin still. Wir sind übrigens in Folge 5. War das die aus Daten erschaffene Namine? Schon, aber die echte Namine hat sich auf sie projiziert. Diese freche Göre. Ich habe sie nicht mehr unter Kontrolle. Beruhige dich. Wie dem auch sei. Solange Namine nur ihre Aufgabe erfüllt. Was aus Roxas wird, spielt keine Rolle. Ich muss es tun. Nur der wahre Meister kann die geheime Tür öffnen und die Welt verändern. Aber ich werde Sora auch nicht verraten. Aber für Eidos. Meine Freunde machen mich stark. Dein Herz hat also den Kampf gewonnen. Sam. Und führt mich in die ewige Dunkelheit. Sora! Vergiss es! Kairis Herz bekommst du niemals! Kairi! Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Egal, wo wir sind, unsere Herzen werden uns wieder zusammenführen. Nimm das. Das ist mein Talisman. Versprich ihn mir wiederzubringen. Das mache ich, keine Sorge. Versprochen? Und vergiss nie, wo du auch hingehst. Ich bin immer bei dir. Ich kenne so viele Stimmen in diesem Spiel aus irgendwelchen Filmen oder sowas. Das ist saukrass. Stimmt. Ich hab's versprochen. Was für ein Durcheinander. Der vierte Tag in der fünften Folge. Tja, wir haben wohl für einen Tag ein bisschen Lecker gebraucht. Schnell zum Turnierplatz, sonst kommst du noch zu spät. Ab die Post. Wen wirst du anfeuern? Na beide, du Dummerchen. Liebe Mitbürger und Sportfreunde von Twilight Town, uns erwartet das heißeste Gefecht des Sommers. Der hat echt eine laute Stimme. Haltet euch fest, heute findet die große Struggle-Endrunde und das Match um den Titel statt. Wer wird sich durchsetzen und darf es mit unserem Champion Setzer aufnehmen? Cypher, ist doch klar. Und wer wird heute als neuer Struggle-Champion den Ring verlassen? Heiner! Roxas! Setzer! Setzer! Auf dem Siedepunkt der Stimmung will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Mögen wir? Kann mir vielleicht jemand in die Kommentare schreiben, ob der Setzer aus Final Fantasy ist und wenn ja, aus welchem? So, liebe Leute, jetzt wird es Zeit, die heutigen Kämpfer vorzustellen. Die vier harten Jungs, die es durch die Vorrunden geschafft haben. Dauergast in der Endrunde und Vorsteher des städtischen Disziplinarkomitees, Cypher. Die große Überraschung des Turniers, wer hätte gedacht, dass er es dieses Jahr so weit schafft? Vivi!
Twilight Towns Unruhestifter Nummer 1 und vielleicht ein Geheimtipp. Heiner, es ist deine erste Endrunde. Und Kämpfer Nummer 4, wie der Zufall so will, mein Stamm- und absoluter Lieblingskunde, Roxas. Wer wird also diesen hitzigen Sommerstruggle für sich entscheiden? Wer nimmt den großen Preis mit nach Hause? Das Sinnbild dieses Sportspektakels, die 4 Kristalltrophäen. Und das Recht, unseren Titelverteidiger Setzer herauszufordern. Bald geht's los. Ich schlage vor, unsere Kämpfer machen sich vor Beginn noch einmal mit den offiziellen Wettkampfregeln vertraut. Also wie gesagt, falls Setzer irgendwie bekannt ist aus Final Fantasy oder so, sagt es mir, weil ich weiß es leider nicht. Allerdings würde ich es gerne wissen. Er sieht halt sehr Final Fantasy stylisch aus, deswegen... Ach, das kann ich selbst rausgucken. Ich glaube, ja, das werde ich schon selbst rausfinden. So, wir speichern mal. 4. Ich mache mal recht viele Speicherstände, damit ich auch wieder zurückreisen kann, falls nötig und sowas. So, wir machen uns jetzt nochmal mit den Regeln bekannt. Da, bei dem. Früher habe ich mit meinen Freunden immer das Kämpfen geübt. Nun, nur durch Üben wird man stärker. Vielleicht wäre Cypher ein guter Gegner für dich. Ich würde gerne die Regeln lernen. Sprechen. Alle Teilnehmer sollten sich unbedingt die Regeln anhören. Ich höre sie mir an. Ihr kennt die Regeln bereits, aber eine kleine Auffrischung kann nicht schaden. Es ist ganz einfach. Jeder von euch hat 100 Kugeln. Greift eure Gegner an, um seine Kugeln wegzunehmen. Mehr müsst ihr nicht machen. Landet ihr einen Treffer, verliert euer Gegner Kugeln. Umgekehrt, werdet ihr getroffen, verliert ihr auch einige Kugeln. Also immer schön aufpassen. Sammelt fleißig Kugeln ein. Wenn das Match vorbei ist, hat der gewonnen, der im Besitz der meisten Kugeln ist. Und wenn ihr bereit seid, redet mit dem Turnierveranstalter. Er wartet im Ring. Gut. Dann fangen wir doch an, oder? Moment, ich will erst gucken, gegen wen ich überhaupt spiele. Teilnehmer: Setzer, Cypher, Vivi, Heiner und Roxas. Cypher weiß ich, wo der Herr ist. Er ist aus Final Fantasy 9. Aus Final Fantasy 8. Habe ich auch, aber für die PlayStation 1. Gibt es ja gar nicht für die PlayStation. Jetzt reden wir nochmal mit Setzer, keine Ahnung. Bist du hier, um dir vom Champion ein paar Tipps abzuholen? Du musst die Kugeln einfach schneller als dein Gegner holen. Der Rest ist Glück. Eingebildeter Schnösel. Fangen wir an. Also dann, es kann losgehen. Ich hoffe, du hast eifrig mit jemandem geübt. Ich bin bereit, es kann losgehen. Okay. Ein Schulterknopfen, ein Ave oder ein Hitlergruß, je nachdem. Hey, tut mir leid wegen gestern. Was? Das beschäftigt dich noch? Du musst lernen, sowas zu vergessen. Mir geht eben so viel durch den Kopf. Entschuldige. Warte, warum entschuldige ich mich denn jetzt? Unser erstes Match der heutigen Endrunde findet zwischen Roxas und seinem besten Freund Heiner statt. Der Heine! Und Bembel! Und Bembel, bitte. Opelvoy. Schee Opelvoy für ein Heine. Entschuldigung. Struggle-Turnier. In einem Duell geht es um die Kontrolle über 200 Kugeln. Wer am Ende die meisten Kugeln hat, ist der Gewinner. Greife deinen Gegner an, damit er Kugeln fallen lässt. Tipps: Beobachte die Bewegung deines Gegners und erwidere die Angriffe im richtigen Moment. Wenn möglich, lasse keine Konterangriffe zu. Eine Strategie wäre es, herumzulaufen, um sich über die Zeit zu retten. Ist ja langweilig. Struggle! Oh, Alter, da geht er direkt aber hier ab, hier. Zack, zack. Wisst ihr, das bockt mich überhaupt nicht. Aktuell liege ich vorne. Oh, dieser Arsch. Oh, das ist... Aber das lasse ich nicht zu, du. Dover. Mal schön aufpassen. Ich könnte jetzt noch... Ja, da hättest du nicht mitgerechnet, dass ich dich so hardcore angreife. Und schon wieder. Guck mal, wie ich den fertig mache. Oh, ja, vielleicht sollte ich auch Kugeln einsammeln und nicht nur rumschwallen. Oh, dieser...
dieser Drecksack. Na gut, ich vermute einfach mal, ich gewinne. Denn anscheinend ist die Zeit um. Gewonnen! Hurra! Und der Gewinner ist Roxas! Auch auf Freundschaft nimmt er beim Struggle keine Rücksicht. Heiner hat sich aber auch wacker geschlagen. Unglaublich. Ich hab verloren. Oh, ich war dir ein guter Lehrer. Unser Kampf hat mir echt Spaß gemacht. Also mir nicht, du Schlaumeier. Dann gebe ich dir was von meiner guten Laune ab. Behalt die ruhig für dich. Aus dem Weg. Hast du es eilig zu verlieren? Seit wann hat Vivi so eine dreckige Lache? Hey, hier spielt die Musik. Die Luft vibriert förmlich. Cypher hat wohl nicht damit gerechnet, gegen einen seiner eigenen Jungs anzutreten. Bauchfrei ist immer noch out, Alter. Seit wann ist Vivi denn so stark? Du gehörst mir! Assassino. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber der Sieger ist Vivi. Nach dem Niederschlag kam er aus dem Nichts und hat den Sack zugemacht. So. Das ist nicht Vivi. Hä? Mach ihn fertig. Die haben alle voll große Schuhe und Füße. Ist euch das mal aufgefallen? Dieser Reißverschluss da oben. Wie es aussieht, tritt Cypher im Match um den dritten Platz nicht an. Dann bin ich automatisch Dritter? Klasse! Wie man sich... Ich finde, irgendwie ist dritter Platz ehrenvoller als zweiter Platz. Wenn man für... Um zweiten Platz zu erreichen, muss man ja nur verlieren. Und um Dritter zu werden, muss man gewinnen. Ja. Erneut. So, bring noch mal ein bisschen rum. Rox... Reden wir einfach mit allen, weil Cypher nimmt sich seine Niederlage gegen Vivi anscheinend ziemlich zu Herzen. Er hat sich wieder in die hintere Gasse verzogen. Irgendwas stimmt nicht mit Vivi, aber wenn du es schaffst, seinen Angriff ausweichen, solltest du ihn im Gegenzug gut treffen können. Du hast mich geschlagen, Roxas. Du weißt, was das bedeutet, oder? Du bist jetzt nicht... dass du jetzt besser nicht verlierst. Oh je. Mal hier kann man... Ja, das haben wir schon gesehen. Da könnten wir uns noch die Regeln anschauen. Der redet auch nochmal mit uns. Und speichern wir einfach nochmal. Denn Leute, ich würde dann die heutige Folge hier beenden, weil erstmal war die letzte auch schon eh sowieso ziemlich lang. Ich würde sagen, fünf Speicherplätze machen wir. Die letzte Folge war ja schon einigermaßen lang und ich würde einfach sagen, weil ich weiß ja jetzt, dass wir wieder kämpfen müssen, das dauert dann ein bisschen, dass wir dann einfach hier in der nächsten Folge die nächsten Struggle-Kämpfe machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Es hat wieder Spaß gemacht.